So, wir kommen noch mal zu Stecklens. Ich habe meine Pepsi schon auf, aber wartet. Ich kann noch mal draus trinken, damit mir auch glaubt, dass das eine Pepsi ist. So. Wir haben ein paar Prioritäten, die wir klären müssen. Erstmal, eigentlich Essen, aber hey, lassen wir das. Erstmal müssen wir Money machen. Das heißt, wir schmeißen unser Holz weg, machen daraus einen Stock, den verkaufen wir, machen weiter. Wir brauchen zwei Sachen. Oh, nice. Wir brauchen natürlich Bärensträuche fürs Essen, ja. Aber was wir am meisten brauchen, ist erstmal Geld natürlich. Und wenn wir fünf, sechs Dinger hiervon zerstören, kriegen wir einen safen Dorfbewohner raus. Was unser Ziel ist. So, ihr seht, ich verkaufe gerade Stöcker die ganze Zeit. Das ist auch bewusst so gemacht. Kaninchen kann bitte sterben. Was zum Fick war mit den Kaninchen denn auf einmal los? Aber hey. Auf geht's. So. Feuerstein ist sehr gut. Unseren Feuerstein können wir nämlich ein Feuer machen und durchaus das rohe Fleisch nochmal benutzen. So. Und das Essen kümmern wir uns gleich. So. So, wo war das Lagerfeuer? Ein Stock, ein Feuerstein. Ja, machen wir doch gleich. Ein Stock, ein Feuerstein. Der macht uns jetzt ein Feuer. Ich schmeiß mal ein paar Steine weg. Es ist relativ egal, welche Kiste ich aufmache. Köttel? Können wir zum Anbauen benutzen. Ist für die Übergangszeit gar nicht so verkehrt. So, und was ich auch direkt für die Übergangszeit bauen möchte. Ah, nice. Hat schon direkt geklappt. Sind Hütten. Denn Hütten erhöhen unser Kartenlimit hier oben. Kartenlimit ist natürlich böse, da wollen wir gar nicht am Anfang Probleme mit haben. So, und jetzt drucken wir mehr Geld. So, genau, im Bestfall schon mehr als wir brauchen. Futter ist da. Bäume, ich glaube, bei Suche und Weisheit kriege ich einfach bessere Karten raus, also auch Bäume und Co. Oh, du bist so ein geiler Typ, dass du direkt einen Stock daraus bekommen hast. Ja, ist halt doof, dass das ganze Fleisch das weggefuttert hat, aber hey. Warte mal, kriege ich hier überhaupt einen. Hier kriege ich nur Köttel raus, ne? Hier kriege ich aber auch Erdboden raus. Ja, ich brauche eigentlich den Erdboden. Aber ich kann auch Ernten und Sehen nehmen, weil da kriege ich auch einen Erdboden raus. Mal gucken. So, erstmal haben wir zwei Hütchen hier gebaut. Soll für den Moment reichen. Wir haben auch noch Essen für den Tag. Das heißt, Jackpot. Wir begeben uns mal auf die zwei Holz, ein Stein. Was machte das nochmal? Drei Holz, ein Stein. Was macht zwei Holz, ein Stein? Haus bauen. Nein, 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 nein. Dann fangen wir lieber an mit. Das ist gut, also Feuerstein ist gut, aber gerade nicht. Absolut nicht das, was ich gerade brauchte. Ich hätte gerade tatsächlich eher was gebraucht, was mir Geld bringt. Deswegen mach ich mal bitte einen Stock draus. Ich pausiere sehr viel, ja, I know. Das ist nice. Schlüssel ist einfach Free Money. Holz. Drei Holz, ein Stein. Und ein Dorfbewohner, du musst essen. Das heißt, damit haben wir jetzt schon mal Holzfällerlager. Kann auch direkt drin arbeiten. So, weil das ist dann erstmal unsere Geldquelle. Na, jetzt nicht die schlauste Geldquelle, aber wir brauchen dringend eine Nahrungsquelle. So. Und darauf will ich jetzt ein bisschen drauf arbeiten.
dem ich Stöcker produziere. Sind 6 Stöcker. Ja, gut. Zählen kann ich auch nicht. Für Ernten und Sehen. Sad life. Und es ist immer ein Baum und ein Bärenstrauch da drin, das heißt, so schlimm wird es nicht werden. Ja, weiß nicht, die Kuh, ich schieb die erst mal weg. Die nervt zwar jetzt wieder, aber hey. Noch ein Apfel. Produzier mal. Wenn wir schon dabei sind. Nee, Holz kann ich produzieren, also verkaufe ich das. Noch ein Bärenstrauß, nett. Steine, ja. 3 Steine, 1 Holz für das Dingslager. Das bringt nichts, ne? Nee. Ich habe einfach random jetzt ein Brett gebaut, ich weiß auch nicht warum. Ich muss ein Dings bauen. Eine neue Hütte. Oh, Milch. I guess es ist fein. 3 Steine. 1 Holz. Essen haben wir genug. Ja. Dorfbewohner ernähren. Nice. Er nimmt auch die guten Sachen. Also gut, er hat das Fleisch jetzt weggenommen. Das ist nicht so nice, aber er nimmt mehr oder weniger die richtigen Sachen auch weg. So, ich baue nämlich, also ich können wir schon mal direkt Bretter, das heißt, wenn ich meinen Boden bekomme, mit dem ich Sachen herstellen kann, kann ich direkt den Bauernhof bauen. 2 Ziegel, 2 Bretter. Alter, die Kuh, ne? Das ist halt der Nachteil an dieser scheiß Kuh immer. Gut, ich steck die einfach im Lagerfeuer, sie nervt halt übelst. So, ich baue weiterhin nebenbei Häuser. Hütten meine ich. 1 Stein, 1 Holz und 1 Stock. Das haben wir uns jetzt mal so langsam eingebrannt in unser Hirn. Das war viele Ressourcen, die wir verbraucht haben, nur für Hütten jetzt, aber hey. Wir brauchen dringend den Erdboden. Wir töten erstmal die Kaninchen, weil die geben mir ein bisschen auf die Eier. Karotte, übelst nice. Du kriegst eine Kaninchenfellmütze. Warum auch nicht? Hart arbeitender Pionier. Ja, was bringt das denn? So, wahrscheinlich arbeitet er einfach schneller, ne? 15 Sekunden? 15 Sekunden, keine Ahnung. Du geh mal ins Holzförderlager. Du bau ruhig mal hier was ab. Gib mir Boden. Erdboden. Da ist er. Scheiß auf den Baum. Scheiß auf den... Lass den Baum zu Hause. Gut, damit können wir nämlich schon mal etwas anfangen. Karotte. Karotte ist ganz gut. Dann haben wir schon mal ein gutes Essen, was wir anbauen können. Und direkt mit dem schnellen Bauernhof auch. So, 2 Stock, 1 Dings. Das macht einen Speer draus. Den kannst du schon mal haben. So. Und dann setze ich mich schon mal dafür ein, dass du gleich einen Schild hast. Weil ich brauche einfach einen, der zumindest schon mal ganz, ganz gut ist, was das angeht. Für ein Schild brauche ich 3 Holz, also insgesamt 7 Holz. So, weil ich brauche 2 Bretter und einen Stock. So, die Karotten multiplizieren sich einfach. Ah, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aus einem Apfel kriege ich wahrscheinlich mehr raus. Egal. Stock und ein Brett.
Hölzernes Schild. Ich brauche nur ein Wort. Aha. Dann jönt ihr das doch mal weg. So. Und die Kuh geht mir jetzt auf die Eier. Knochen. Cool. Was kann ich noch mit dem Knochen machen? Hm. Hölzernes Schild. Obwohl, dann können auch beide ein Schild haben. So ist ja nicht, ne? Wollen ja jetzt nicht so sein. Töte ihn. So, weil dann hat er schon mal eine nette Kampfstufe. Damit können wir ganz gut arbeiten. Jo, nimm auch die Kaninchenmütze. Und wir vermehren weiterhin unsere Karotten. Hier, stack das einfach mal da hinten. Okay. Next. Ein Haus. Weil so langsam... Obwohl... Karotten bringen nur 2, Äpfel bringen halt auch 2, ne? Und ich krieg potenziell mehr Äpfel raus. Ja, komm, machen wir Äpfel. Die dauern auch, nicht so lange, ja? Äpfel sind besser, gut. Milch und Beere. Milch und Beere. Machen wir Milchshakes, I guess. Den einen Apfel, den ich übrig habe, den nutzen wir auch. Lustig. Milchshakes sind fucking OP. Eintopf, Lagerfeuer 2-1, Kartoffelrohr. Ja, komm, das lohnt sich. Also die Karotte lohnt sich gar nicht. Das heißt, Haus. 2 Holz, 1 Stein. Das kriegen wir gleich zusammen. Gut, die haben den halt fertig aufgegessen. 2 Holz, 1 Stein. Nett. Und hier kriegen wir natürlich einen Apfelbaum raus. So, das Holzfällerlager darf ruhig etwas arbeiten. So. Okay, wir haben einen soliden Start. Okay. Jetzt warte mal, beide haben einen Kampfstufe 16. Kampfstufe 18, er ist besser, er verliert ein bisschen HP. Ja, weiß nicht, ob das so gut ist. Das Baby mit dem Haus kommt ins Nirvana. So, und ich will beide meine Boys kampfbereit haben gleich. Und... weswegen ich die Feuersteine aufbewahrt habe. Ich habe ja noch übrigens viel Milch. Lol. Mach mal Party hier hinten. Warum ich die aufbewahrt habe, ist für die Eisenmine. 2 Feuersteine, 1 Holz, 1 Stein. Und 1 Holz. So, und dann brauche ich auch noch eine Schmelzhütte. Brauche ich auch Feuersteine für. So, du baust das schon mal. Stufe 24, das ist okay. Ja, die Milchshakes können ruhig da hinten bleiben. Geh mal ins Holzfällerlager, weil ich brauche, also produziere einfach Holz, I guess. Eisenmine, geh da mal rein. Okay. Ja, dann dürft ihr einmal essen. Wie lange braucht denn mein Kind eigentlich noch? Ja, das müsste gleich ready sein. So, jetzt habe ich Eisenerz hier rausbekommen. Holzkohle mache ich so. Ne, das wollen wir nicht. Okay.
Schmelzhütte. 2 Feuersteine, 2 Ziegel, 1 Brett. Ziegel Nummer 1. Ziegel Nummer 2. 1 Brett. Und Feuersteine, ja, die kriegen wir hier raus. Mein und in der Zwischenzeit. Ein Apfel nur bitte in den Bauernhof. In der Zwischenzeit können wir uns ja durchaus noch Hütten bauen. So, 2, 3 Stück. Dorfbewohner ist fertig. Nice. Bau uns eine Hütte. Hier sind sogar Ressourcen für die nächste Hütte. Und noch eine. Gehen wir in die Eisenmine. So. Ein Feuerstein. Brauchen wir nur noch 2. Nur noch 1, oder? Ja. Okay. Ja, wir schaffen das schon. Machen wir mir hier Obstsalat raus, solange wir das noch können. So. 2 Feuersteine. We take those. Mach mal dein Eisen. Nice. Und bauen mal noch eine Hütte. Ich mag Hütten. Viele Hütten sind immer gut. Ist einfach Economy, die man dann hat. Schmelze, die verarbeitet verschiedene Materialien durch Schmelzen. Sehr wahrscheinlich brauche ich auch Holz dafür. Beziehungsweise irgendeine Art Fuel. Ja. Damit habe ich meine erste Eisenstange. Damit meine zweite Eisenstange. Geh mal in den Steinbruch. Von den Steinbruch muss halt echt nicht mehr gehen, ne? So, und auch die dritte. Okay. Es läuft. Pass auf. Was können wir mit Eisenstangen machen? Können natürlich bessere Waffen machen, ja. Viel wichtiger ist, wir gehen auf... Macht aus Steinschildziegel. Ein Ziegel, eine Eisenstange, ein Holz. Ziegel. Eisenstange. Ein Holz. Eine Ziegelei bauen. Haha. So, und da unser Essen jetzt so ein bisschen knapp wird, kann der Boy, zack, mal Essen machen. Ganz viel Essen. So, und dann haben wir eine Ziegelei. Was bringt uns eine Ziegelei? Wir können schneller Ziegel machen. Und auch effizienter. So. Macht aus Stein schnell Ziegel. Das können wir nämlich gleich mal sehen. Wir brauchen nur noch 2 Steine. Ne? Ganz nett. So, und er hat jetzt hier Essen für 5 Jahre gemacht. Und direkt 1, 2 Stöcker. Können wir auch immer gebrauchen. Das Sägewerk. 1 Brett. 1 Holz. 1 Stein. 1 Eisenstange. Zack. 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 Das baust du mir bitte. So. Das ist auch erstmal genug. Da wir gerade die Ressourcen haben. Noch eine Hütte bitte. Brauchen wir ja auch gleich. Lass das erstmal. Gut. Sägewerk. Wir packen das erstmal so ein bisschen geordnet. Holzfällerlager hier, Steinbruch hier, Eisenmine, Schmelzhütte hier. Den Dorfbewohner müssen wir auch noch ausrüsten. Was braucht er? Hölzernes Schild, 1 Brett, 1 Stock. Dann soll er durchaus mal ein Schwert haben. Warum denn nicht? 2 Stöcker. Eine Eisenstange. Und dann suchen wir, hoffen wir gleich mal, dass das Portal kommt.
Das hat sich ja netterweise direkt aufgetan. So. 24er. Das heißt, wir haben einen Schwertkämpfer, wir haben zwei Milizen. So, lass uns mal so eine Münztour machen. Oh, und ein Dorfbewohner muss zurückbleiben. Okay, dann machen wir das so. Münztour, boop. Guten Tag, Reisender. Ja, ja, ist eine böse Hexe. Okay. Die sind alle sehr effektiv gegen unsere Boys. Aber die Moskitos, die haben keine hohe Kampfstufe. Hoffen wir einfach mal, dass es gut läuft. Very effective, ja. Moskitos sind weg. Das ist schon mal gut. Nice. Das gewinnen wir sogar diesmal. Haha. Du hast meine Kleine besiegt, aber ich habe noch viele weitere. Werde zwei bekämpfen oder aus dem Wald fliehen. Werde zwei schaffen wir nicht mehr. Wir gehen erstmal raus und haben unsere Beute mitgenommen. Idee Hammer. Nun aber stumpf und schlagkräftig. Das heißt, geh mal bitte in das Haus ein Kind machen. Wir haben noch eine Quest abgeschlossen. So, und geben das dann unserem neuen Kind. So, was ist jetzt unser nächstes Ziel? Als nächstes wollen wir Geld machen, ja? Das heißt, uns fehlt ein bisschen Holz. Mach Holz. Ihr macht Kind. Cool. Stein, Eisenstange, Dorfbewohner. Ein Lagerhaus bringt uns deutlich mehr Kartenlimit. Und das wollen wir ja auch so ein bisschen. Ja, look at this. Ja, wegen meiner. Das heißt, wir müssen uns erstmal über Karten keine Sorgen machen. Wir haben die Eisenmine, die läuft. Wir haben das Holzfällerlager, was läuft. Wir haben gerade Essen, was läuft. Ja, wir brauchen basically erstmal weiter Geld. Das heißt, wir haben hier noch nicht entdeckte Karten bei Logik und Verstand. Also, dann zeige ich mal, was in der Logik drin ist. Bäume, haben wir keinen Bock drauf. Eisenerz, behalten wir. Idee, Eisenstange. Aber das habe ich doch jetzt, also... Eisenstange. Ah, jetzt weiß ich für die Zukunft, wie das funktioniert. Ah, okay. Okay. Machen wir mal weiter. Schmiede. Das ist interessant. Der Rest ist Müll. Was kann denn die Schmiede? Zur Herstellung besserer Waffen. Ein Dorfbewohner, zwei Eisenstange, zwei Ziegel. Haben wir alles sogar ready. Mach mal. Mach mal Schmiede. Stimmt, weil der magische Ring braucht die Schmiede. So. Brauchen wir aber aktuell nicht, weil ich meine, wir haben es jetzt erstmal gebaut. Ziege hier. Zwei Brett, zwei Holz, eine Eisenstange. Zwei Brett, zwei Holz. Ja. Machen wir also gleich noch Bretter. Ja, viel mehr haben wir ja gerade nicht zu tun, ne? Zwei Brett, zwei Holz, eine Eisenstange. So schnell baust du jetzt aber auch nicht. Geh mal bitte weg da. Feuersteine will ich jetzt nicht unbedingt verkaufen, weil die können wir schlecht bauen. Achso, Logik und Verstand. Können wir uns auch nochmal. Zwei nicht entdeckte Karten. Eisenerz. I take those. Kantine. Dorf, wo er erstmal bevorzugt nach und die auf der Kantine liegt.
Gar nicht schlecht. Bretteisenstange, Lagerfeuer. Brauche ich aber nicht. Also das ist nett, weil... Dann kann ich sagen, welches Essen sie essen sollen und welches sie nicht essen sollen. Na, falls man irgendwie auf Quests oder so hinaus will. Eisenstange, Holz. Geld kann ich nicht verkaufen. Kann 5 Tiere aufnehmen. Ja. Holen wir uns irgendwann auch nochmal. Ja, praktisch ist jetzt eigentlich erstmal nur Geld verdienen angesagt. Universität. Gives you a new idea for every 50 coins you give. Okay. Brauche ich einen Zauberer für? Ich mein, gut zu wissen, I guess. Das heißt, Waffenkammer 21. Holy shit, 2 nicht entdeckte Karten. Wissen wir ja, worauf wir zuarbeiten können. Und müssen wahrscheinlich auch. So, holen wir mal 2 Sachen aus der Waffenkammer, ne? Wie sieht's damit aus? Ein Wolf. Warte, Knochen. Ich hab einen Hund! Kann alles, was ein Mensch auch kann, nur langsamer. Mein Hund macht mir jetzt Essen. Okay. Nice. Eisenschild. Ja, jetzt kommen wir zu den guten Shits hier. Bergamulett. Goldbarren, magischer Staub. Ja. Habe ich nicht. Wie? Froschmann. Froschmann. Du kriegst die gewaltige Aggression meiner Leute zu spüren. Kommt da einfach so ein random Froschmann her. Nice. Der macht viel Damage. Froschhelm, verleiht dir Froschkräfte. Okay. Kommst du für 39, der kriegt extra HP. Sweet. Wo waren wir? In die Mine, in das Lager. Oh, ich habe auch wieder Geld für noch eins. Zack. Die Armbrust. Ja, keine Ahnung, wo ich das Seil herkriege. Kaufen wir mal das Brett. Kobold. Was für was? Schamane. Okay. Meine alleine ist ja jetzt nicht schlimm, I guess. Magischer Zauberstab. Wait. Du. Gib mir den Hammer. Ich hab einen Zauberer. Okay. Absolut kein Plan, was ich mit ihm will, aber hey. Ja, wir gehen wieder in unsere normale Arbeit über. Hättest du das nicht direkt da reinpacken können? So, und ich will auch mal das Entdecker-Ding mir gönnen, weil da sind ja noch 2 neue Karten. Eine nicht entdeckte Karte, ja, weil hier eine drin ist. Fels. Dass die immer kämpfen müssen, ne? Zauberer. Zeig mal, was du kannst. Eine Axt. Holzfäller. Kann viel schneller Holz sammeln. Na gut. Behalten wir uns das mal im Hinterkopf. So. Eisenschild. Nice. Geben wir ihm hier. Macht ihn deutlich stärker wieder. So, und da du noch gar kein Schild hast, kriegst du einfach das hölzerne Schild. Ne? So sieht's aus. Obwohl, wir können auch mehr machen, ne? Eisenstange. Brett. Eisenstange. Brett.
Cannabis. So, hier. Sorg für mehr Essen. Nice. Das sind unsere Boys nämlich stärker mit dem Eisenschild. Haben die eine Kampfstufe von 25? Und er hat eine von 12 und 24. Das bringt gar nicht so viel, ne? Was da mehr was bringt, ist... Also er kann ruhig das Ding hier machen. Die Speere zu ersetzen mit Schwertern. Lass uns nochmal in den Entdecker. Hier ist noch eine Karte drin, die wir brauchen. Ebenen. Die freie Natur. Kann enthalten Huhn, Pilz, Wolf, Erdbeben, Erdboden, Ratte, Kuh, Zwiebel, Karotte. Actually, kein schlechtes Feld. Aber Mr. Froschmann ist ja natürlich wieder da. Also geben wir den mal aufs Maul. Nice, haben noch einen Hammer. Brauchen jetzt nicht unbedingt zwei Hämmer. Okay, jetzt sind wir ganz kurz davor. Nochmal. Das Portal zu haben. Das heißt, ich gucke nochmal ganz fix in die Waffenkammer rein. Waldamulett. Cool. Ich würde sagen, wir gehen rein für Runde 2. Das ist nicht gut. Ja, der Zauberer überlebt das schon. So, viele Moskitos. Aber einen vergifteten Dorfbewohner. Das ist nicht gut. Das schaffen wir hier gar nicht groß, ne? Oder doch? Sieht gut aus. Doch, doch, doch. Er blockt. Die Schilde waren gut. Nee. Für Welle 3 sind wir nicht gut genug. Ja, ich weiß, wie wir das theoretisch besiegen können, aber... Hey. Okay, magischer Staub. Das tat alles sehr doll weh. Wir haben Milch. Kann gegessen werden. Wir haben ein Blasrohr. Haben eine Schleuder. Wir haben die Idee für eine Schleuder. Alles cool. Alles cool. So, wir gehen weiter auf die Suche nach den Katakomben. Ich würde gerne noch ein Viech haben. Und... Rohes Fleisch, Kaninchen, Kuh, Huhn, Erdboden. Erdboden wollen wir nochmal haben. Deswegen gönne ich mir durchaus mal zwei Karten dazu. Ein Huhn, ab ins Tiergehege. Kuh, ab ins Gehege. Alles andere ist nicht so geil. Ich brauchte eigentlich mehr... Wie heißt es? Mehr... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Mehr Erdboden. So, wir haben noch ein Baby. Okay. Unser Hund macht weiter sein Ding da. Der ist schon wieder vergiftet. Ja, komm. Wir machen Holzkohle draus. Holzkohle heilt ihn. Siehst du, das weiß ich nämlich. Ah, guck mal. Das, gut, dass du gerade hier bist. Karte. Eine Karte wird der Dorfbewohner zum Entdecker. Hm? Na gut. Heile einen vergifteten Dorfbewohner. Lol. Ja, jetzt ist es ja eigentlich nur noch hochtrainieren. Wir haben jetzt eine grundsolide Solidität hier.
Gibt es hier irgendwie sowas wie Huhn, Pilz, Wolf, Erdboden? Erdboden. Ratte, Kuh, Zwiebel, Karotte, Milch. Aber Spinnen oder so gibt's nicht, ne? Du machst mal da weiter. Du machst mal hier weiter. Und du, keine Ahnung, du machst sinnvolle Sachen gleich, bestimmt. Shit, das ist dumm. Das Suchen nach Weisheit bringt absolut gar nichts, weil hier absolut nichts drin ist, was ich brauche. Und unser Baby, zack, ist auch wieder da. Sehr schnell im Erkunden von Orten. Huhn, Pilz, Wolf, Erdboden, Ratte, Zwiebel, Karotte. Ja. Dann gehst du hier hin nämlich. Das verkaufe ich mal. Und guck nochmal in die Waffenkammer. Auch wenn hier wahrscheinlich... eine Zwiebel. Da ist der Froschmann wieder. Alle, die gerade nichts zu tun haben. Hinter dem verborgen ist ein, hinter dem seltsamen Portal ist eine verborgene Welt. Spitzhacke, auch cool. Welch damit? Hatten wir nicht gerade einen Entdecker? Gericht Dunkelwald. Was können wir denn mit dem Gericht Dunkelwald anfangen? Gerücht bringt uns anscheinend gar nichts. Alright. Alright, alright, alright. Ja. Dauerportal. Lass uns da das Dauerportal bauen. Nicht, dass wir dafür schon bereit sind. Aber hey. Eisen, Eisen, Eisenschild. Hölzerner Schild. Ja, ist okay. Dauerportal. Magischer Staub habe ich ja nämlich jetzt auch zwei. Zwei Ziegel brauche ich dafür nur. Kann ich die stacken? Nein. Zwei Ziegels brauche ich dafür. Hilf mal aus. Knochen, ganz nett. Mit. Alter, die haben aber auch wenig HP, ne? Okay. Lustig, dass ein Bauernhof so viel doch bringt. Naja, und zwei Hühner, damit kann ich jetzt immer zwei Eier mir gönnen. Und dumm immer auch zu entdecken, dass es tut immer weh, wenn da Sachen rauskommen. Dauerportal. Das heißt, da kann ich jetzt immer rein, wenn ich lustig bin. I guess. Kann 7 Karten bewegen. Zeit für Rache. Ja, aber für Rache will ich ja dann 14 nicht entdeckte Karten. Ich glaube, ich baue die Universität. Schildziegel, ein Zauber. Ach, oder auch eigentlich nicht. Speer. Kampfstufe 3, Kampfstufe 4, Kampfstufe 5. Ein Speer, zwei Knochen. Zwei Knochen? Ah, shit. Kampfstufe 7. Warum ist die Schleuder so gut? Zwei Stock, ein Stein. Probieren wir es auch mal aus. Zwei Stock, ein Stein. Hund, mach deine Arbeit weiter, bitte. Schleuder. Das heißt, unser Entdecker braucht jetzt erstmal nicht entdecken, sondern der braucht schleudern. Ist aber auch erstmal der Miliz. Wie war das? Zwei Eisenstangen und ein Stock, ne? Für das Eisenschild? Eine Eisenstange, ein Brett. Ah. Was machen zwei Eisenstangen? Kettenpanzerrüstung. Ah, oh, cool. Nett, das so random rauszufinden.
Ah, anstatt des Eisenschilds. Oder? Ja. Und dann kannst du das Eisenschild ja übernehmen. Du sollst kein Lagerfeuer mitnehmen. So. Das heißt, alle sind ausgerüstet, mehr oder weniger. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns ein Backup-Kind. Hört sich zwar auch doof an, aber hey. Machen wir uns ein Backup-Kind. So. Warten aber noch einen Mond ab. Warten aber noch einen Mond ab. Wir können auch mal einen Ofen bauen, ne? Weil unser Dings ist ja echt... echt langsam. Ein Ziegel, eine Eisenstange, ein Feuerstein. Ein Ziegel, eine Eisenstange, ein Feuerstein. Den Rest verkaufen wir einfach mal hier. Außer den Feuerstein, weil der ist selten. Genau, haben wir den wieder voll geheilt. Alter, wie viel frisst... Ach, da sind auch drei Leute drauf. Ein fahrender Händler ist erschienen. Hm. Gib mir 5 Münzen für eine Karte. Nein, habt ihr eine Karte. So, weil jetzt habe ich einen Ofen da nämlich gleich. Dann seht ihr auch, wie schnell so ein Ofen gleich ist. Hoffentlich. Das heißt, wir brauchen unser Lagerfeuer nicht mehr. Deutlich schneller. Nice. So, aber das heißt... der hier ist der Schwächste. Den lassen wir wahrscheinlich hier. 1, 2, 3, 4. Ja, gehen wir mal mit allem rein, was wir haben. Hoffentlich wird was Gutes. Dauerportal, ja moin. Du wirst mich niemals besiegen. Okay, das ist viel Shit. Very effective, aber. Nice, 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 nice. Das sieht noch gut aus. Unser Zauberer hat noch keine Lust zu heilen. Könnte er aber, zu 10%. Helm, nett. Direkt aufsetzen. Aber ich habe noch viele weitere. Nee. Wir rüsten uns erstmal auf. Wir essen nochmal. Wir halten den magischen Staub mal im Hinterkopf. Gehen wieder ins Holzfällerlager. Hier können wir noch 14 Karten rausholen. Na, gucken wir doch mal, was hier drin ist. Goldener Brust. Goldbarren. Wie mache ich Goldbarren denn? Erstmal natürlich verteidigen hier. Bitte nicht hauen. Nice. Universität. 4 Ziegel, ein Zauberer. Das schaffen wir. Das ist kein Problem. Ja. Und weiterhin. Alter, auch mit dem Feuerstein. Weiterhin wollen wir mal gucken, dass wir möglichst weiter in das durch die Portale gehen. Dafür brauchen wir aber bessere Waffen und Co. 4 Ziegel, das heißt, ich brauche 8 Dinger. Mal auf. Achso, ja. Ernähr mal ruhig meine Dorfbewohner, die brauchen das. Die haben ein bisschen Schaden genommen. Ein seltsames Portal ist erschienen. Ja. Gut. Das tun wir noch begrüßen. Habe ich den scheiß Feuerstein rausbekommen und nicht einen Stein. Naja. Wie sieht es überhaupt tapettechnisch aus? Ja, nice. Der Bär ist aber fett. Köttel.
Können wir einmal verwenden. Achso, ja. Ich brauche mehr Ziegel. Nee, du baust das. Du brauchst ein Lagerhaus. Du brauchst auch ein Lagerhaus. So, wir gehen mal. Schmeißen mal etwas von der Milch weg. Auch wenn ich jetzt gerade Lagerhäuser baue und das dann wieder passen würde. Ein bisschen Platz ist nicht schlecht. Lagerhaus. Das heißt. Damit geben sie mir neue Ideen. Interesting. So, unser Dorfbewohner ist da. Du wirst erstmal ein Entdecker. Oh, ich werde auch eine zweite Eisenmine bauen. Das würde ich direkt machen. Zwei Feuersteine. Ein Holz, ein Stein. Panzerrüstung für dich. Ja. Wow, die haben beide einfach nur Müll produziert gerade. I love it. Mehr Omelettes. Und er baut mir jetzt eine neue Weisheit. Cool. Mal gucken, was dabei rauskommt. Der Hund ist eigentlich ganz lustig. Er ist einfach da. Was mich so ein bisschen nervt, ist, ich kann noch keine. Keine Helme selber machen. Ressourcentruhe. Zwei Bretter, eine Eisenstange und einen magischen Staub. Zwei Bretter, eine Eisenstange und magischer Staub. Probieren wir es doch mal aus. Ressourcentruhe. Steintruhe. Ich meine, es ist ganz nett. Aber viel nicer wäre, wenn du die da auch reinpacken würdest. Oder nicht? Okay. Naja, ist halt netter zum Organisieren, I guess. Okay, aber zum Raus ein kompletter Arsch natürlich. Aber hey. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Wir haben viel gelernt. Wir werden jetzt unsere Universität noch weiter bestechen. Und da krassen Shit rausholen. Und mal gucken, wo es uns noch hinführt. Wir werden. Stimmt, warte mal. Ich kann mal ganz fix. Also, was ich noch mache, ist natürlich meinen Zauberer nochmal ausrüsten mit einer Rüstung. So, weil jetzt haben wir natürlich eine Jude-Armee. Also, unser Essen ist safe. Unser Platz ist auch safe, ja. Wir haben hier relativ viel guten Lagerhausplatz. Und wir haben den Weg, neue Sachen freizuschalten. Und entsprechend dessen würde ich sagen, wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen gerade. Mehr oder weniger. Wir rüsten unsere Boys nochmal auf. Mit krasseren Shit. Ich weiß gar nicht, ist Gold besser? Kampfstufe 7. Kampfstufe 7.
Ne, 9 sogar. Aha, ja. Ja, also das heißt, wir werden hier noch ein bisschen was machen. Wir haben aber jetzt ein Ziel, und zwar im DAO-Portal natürlich Unruhe stiften. Und ich würde sagen, das machen wir auch im nächsten Mal weiter, nächste Woche. Weil ich denke, dann kommen wir durchaus im DAO-Portal ein bisschen weiter. Wir wollen trotzdem noch unsere Katakomben hier raus haben. Um das große Vorhaben weiterzumachen. Ne, weil da können wir wohl auch noch andere Sachen machen. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Ruderboot baut, aber hey. Die Universität hier hat uns ja die Möglichkeit gegeben, das jetzt rauszufinden. Ne, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen schon mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye-bye.